Er ist angespannt und ruhelos. Sie ist stolz und selbstbewusst. Und doch sieht er so müde aus. Ob sie weiß, wie schön sie ist. Was hat er in all den Jahren erlebt? Was ist hier in all der Zeit geschehen? Er sagt mir nicht, was ihn bewegt. Wird sie mir je davon erzählen? Was erwartet sie von mir? Wer denkt, er soll ich für ihn sein? Jetzt sitzen wir zusammen hier und jeder bleibt mit sich allein. Ich weiß nicht, wer du bist. Wie soll es mit uns weitergehen? Wo fangen wir jetzt an? Uns zu verstehen. Ich weiß nicht, was du denkst. Ich weiß nicht, was du willst. Und ob du dich genauso hilflos fühlst. Ich weiß nicht, wer du bist. Doch fremd bist du mir nicht. Hat euch mein Vater gut behandelt, während ich fort war? Es hat mir an nichts gefehlt. Ich kann ihm nicht in die Augen sehen. Was gibt sie mir nur zu verstehen? Ihr müsst froh sein, dass ihr wohlbehalten aus dem Krieg zurückgekehrt seid. Ja, natürlich. Sein Blick sagt laut und deutlich nein. Kann ich hier je zu Hause sein? Ihr müsst euch im Übrigen nicht sorgen. Ich verstehe nicht. Ich zwinge euch zu nichts. Ihr könnt euer Leben weiterführen wie bisher. Nichts wird so sein wie bisher, jetzt wo ihr hier seid. Alles wird sich verändern. Oder wollt ihr mich etwa fortschicken? Natürlich nicht. Verzeiht, es war eine törichte Bemerkung. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wer du bist. Wie soll es mit uns weitergehen? Wo fangen wir jetzt an? Wo fangen wir jetzt an? Wie lernen wir uns zu verstehen? Ich weiß nicht, was du denkst. Ich weiß nicht, was du willst. Und ob du dich genauso hilflos fühlst. Ich weiß nicht, wer du bist. Fremd bist du mir nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Doch fremd bist du mir nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Doch fremd bist du mir nicht.